Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es heutzutage ziemlich verschrien, mal Handschuhe zu tragen. Ist irgendwie so ein bisschen 90er-Jahre-Style. Aber nur gut. Ich habe mehr Grip, mir gefällt's. Habe ich das nicht schon mal gesagt in irgendeinem Video? Naja, sage ich es eben doch mal. Ich werde euch mal in diesem Video auch ein wenig durch das Nutzen und ein wenig durch den Kanal führen. Das heißt, für alle, die jetzt mal dazuschalten oder erst in den letzten Wochen auf meinen Kanal aufmerksam geworden sind, ich verweise immer wieder auf ein paar Videos oben, die gerade zum Thema passen. Und vielleicht ist das ja ein guter Tipp für euch. Das heißt natürlich nicht, dass ihr das Video hier nicht zu Ende ansehen sollt. Ihr könnt ja dann einfach nochmal reingehen ins Video und dann entsprechend auf den Link klicken. Ja, immer fleißig alles eintragen. Wer mehr dazu wissen möchte, der findet ein Video da oben. Warum tracken? Wie tracken? Was es bringt? Findet ihr alles in dem Video. Mein erster Tipp für heute. So, wir machen hier jetzt mal brachiales Langhantelrudern. Ich muss sagen, ich stand schon immer ein wenig auf Kriegsfuß mit der Übung. Das ist so eine Hass. Ja, Liebe kann man es eigentlich auch nicht nennen. Auf jeden Fall, das Schwierige an der Übung ist, wenn ich viel Gewicht drauf tue, habe ich das Gefühl, sie ist effektiver. Und das bestätigen auch viele Bodybuilder, die das sehr schwer gemacht haben und mit keiner korrekten Form. Allerdings sind das meistens die Bodybuilder, die den krassesten Rücken haben. Wenn man es dann mit korrekter Form macht, aber weniger Gewicht, hat man die ganze Zeit das Gefühl, man hat nicht alles rausgeholt. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso bei der Übung habt, aber grundsätzlich kann ich dazu einen Tipp mitgeben, auf den ich zumindest höre. Es gibt zwei Arten von Muskelgefühl. Über das eine reden immer alle hier auf YouTube. Das ist das Muskelgefühl während des Trainings. Und ja, das ist wichtig. Bloß nicht falsch verstehen. Das ist enorm wichtig. In den Muskel reinfühlen, Muscle-Mind-Connection, Pump, all das sind so Schlagwörter, wo es darum geht, den Muskel wirklich zu spüren während des Trainings. Das ist ein guter Indikator dafür, dass ihr den Muskel auch wirklich erreicht. Allerdings nicht eine hinreichende Bedingung dafür, dass ihr alles richtig macht. Beispiel dafür ist es, ihr könnt die Brust richtig gut brennen spüren, wenn ihr ganz viele Liegestütze macht, baut die Brust aber in der Masse nicht auf. Und dann gibt es auch noch das Muskelgefühl danach, nicht während des Trainings, nämlich in den nächsten ein, zwei, vielleicht sogar drei Tagen. Das ist Muskelkater, muss aber nicht direkt Muskelkater sein, es kann einfach sein, dass ihr den Rücken besonders gut spürt, wenn ihr den Rücken trainiert habt. Und das ist für mich ein wichtiger Indikator geworden. Beispiel bei dieser Übung, ich habe kein gutes Muskelgefühl während des Trainings. Habe ich noch nie richtig gut gehabt, so gut spüre ich es nicht in den Rücken. Man hat es überall, es ist viel Gewicht, man bewegt es irgendwie und denkt dann, das war eine schlechte Übung. Aber dann wacht ihr am nächsten Tag auf oder sogar noch besser, zwei Tage später. Und ihr spürt den Rücken, wo ihr noch nie gespürt habt. So weit innen, so wulstig, so tief, das habe ich selten erlebt. Ganz besonders, wenn ich mal ein paar Wochen nicht trainiert habe, bis hin zu Monaten, und dann diese Übung reinnehme, dann spüre ich den Rücken so komplett wie bei keiner anderen Übung. Das ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Denn dann heißt es, ihr habt ja den Muskel scheinbar erreicht, ohne ihn gespürt zu haben. Das passiert oft. Deswegen gebt solchen Übungen immer wieder eine Chance. Es gibt hier noch ein Video dazu, zu solcher Art von Übungen.
den man vielleicht mal immer wieder alle paar Jahre eine Chance geben sollte und vielleicht man etwas merkt, jenseits des Gefühls, das man direkt hat. So, jetzt aber Gewicht drauf hier. So. Bänder nicht vergessen. Wir trainieren immerhin heute nicht Unterarme, sondern Rücken und wollen den großen, geilen Muskel nicht limitieren durch den kleinen, naja, Semi. Ja, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the 10 with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing and scraping, that shit was so ageless. We blowing our grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All it is done with the speech. Filling my pockets for now, for later. I want the picket fence so silent the neighbors. I used to skip out on the payments. Nowadays I tax for the labor. Dog on the line, yeah, you tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth. I'm keeping it late, burn it down to the ash. My life ain't much more than imagine. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we ain't make it through the night. Hope we ain't make it through the night. I can see it. When you look into my eyes, yeah. When you look into my eyes, you can see it in the grind all day. I've been going my way. I've been going my way. Grind all day. I've been going my way. I've been going my way. Yeah, the word on my back like a madness. Lit down the ashes. Shit do not come under practice. Recipe, passion, and liquor with God in the passion. To pray at a crashes. I'm in my basket. Blissful but ignorant, I'm dapper but ratchet. I play around in the traffic. I take the risk, look at me stack up the chips. I play roulette with the magnum. Right till I die, I'm not afraid of the casket. I'm on the run, I'm chasing the thrills. I'm hungry, I'm starving, I lust for the meal. Lately, I'm blue like the bills, yeah. I'm elevated, overeducated. I run the race for who I resonate with. I break the bread with Jesus, work the late shift. Break the ground, shake up the simulation. Reshape the sound, need a renovation. All that they quickly vacated the premises. I feed off my enemy entities. I run the crown with a tilt. Ain't nobody done it like this. I'm having fun, I'm wild. I spaz when I turn with the stylus. I'm breaking them over with the hits. Only got one life to live. I'm antisocial at the function. They make me out to be the bad guy. My circle micro, if you had a scope, you still couldn't see us through the glass eyes. Real evasive when it's average chases. Dressed to kill like I'm going places. Better late than fake, just hoping that we make it. So, es ist bereits Zeit für ein Intra. Ich bin aber auch ein Schlappi. Oh, schmeckt das Intra. Nochmal zu der Übung. Ihr habt gesehen, dass ich es nach einer bestimmten Technik gemacht habe und das durchaus gemischt. Bei dem schweren Gewicht habe ich immer wieder abgesetzt. Das ist eine Methode, gerade bei Gewichten, die relativ hoch sind und bei Übungen, die relativ komplex vom Bewegungsablauf sind, beziehungsweise dadurch auch gefährlich sein können. Die sind nicht gefährlich, aber man muss sie trotzdem richtig machen. Wenn man was falsch macht, kann es böse enden. Und damit man mehr Fokus beibehält, mehr Konzentration und sich wirklich auf die korrekte Körperhaltung konzentrieren kann, kann man das ebenso machen, dass man das Gewicht ablegt. Typische Übungen dafür sind vor allem Kreuzheben, dass man das mit einem Absetzen macht, aber auch so etwas wie vorgebeugt. Ihr seht, bei beidem ist der Lendenwirbelteil sehr gefährdet und drin. Aber theoretisch kann man das auch bei manchen Beinübungen machen, bei allen Komplexen, dass man sich immer wieder darauf konzentriert. Gerade bei freien Gewichten, bei Maschinen weniger. Das habe ich zweimal gemacht mit dem Absetzen. Dadurch kann man auch tendenziell wiederum mehr Gewicht bewältigen, ja, aber vor allem immer darauf konzentrieren, dass die Haltung gerade und gleich ist. Und dann habe ich einen Satz gemacht mit 7 hintereinander liegenden Wiederholungen. Das heißt, da habe ich mal wirklich durchgehend trainiert, habe dann aber trotzdem noch 3 Pausenwiederholungen nachgeschoben. Das sind alles Intensivtechniken, findet ihr auch dort in dem Video. Bald kann ich übrigens doch nicht mehr die Empfehlung weitermachen, weil ich glaube, man kann nur bis zu 5 hier reinstellen. Aber gut, bisher haben wir schon ein paar wichtige Videos abgegrast. Schaut mal vorbei, jetzt geht's weiter mit den einarmigen Squat Curls. Und das ist eben das Besondere an dem Chris Bumstead Trainingsplan von einst, das ist jetzt schon 2 Jahre alt, dass er es eben mischt. Das heißt, später kommt noch eine Rückenübung, das war jetzt nicht der Rücken, aber man mischt es ein bisschen. Interessant, aber nun ja,
Wenn ihr das Ergebnis dazu sehen wollt, ich verlinke es jetzt mal nicht oben, findet ihr alles. Wenn ihr Bumstead bei mir im Kanal eingibt, findet ihr eine ganze Menge dazu. Ich immer sage, die letzte richtig ernste Übung heutzutage, das ist für mich immer so eine Hilfe. Danach bin ich über den Berg, weil das ist die letzte mit richtig viel Gewicht. Schwere Übung, die auch so ein bisschen das zentrale Nervensystem durchnimmt. Danach haben wir nochmal Bizeps und Bizeps. Ist immer easy, weil es nur der Bizeps ist. Und ein bisschen was, um den Schultergürtel, den Rücken oben auszupowern. Aber auch nicht so hart. Nun ja, das hier wird nochmal richtig hart. Das, was ich wirklich Hammer finde an dieser Maschine hier, an dieser Version, ist, dass sie schon ein wenig schräg nach unten liegt. Wie ihr seht, man liegt so ein bisschen drin in dem Polster und dadurch wird das Gewicht, verteilt sich das nochmal so ein bisschen anders auf den Rücken. Es fühlt sich gut an. Außerdem haben wir hier sehr variable
Griffe. Es ist so eine Mischung eigentlich aus einer vorgegebenen Maschine und einem Seilzug, wo ein bisschen mehr Spielraum drin ist. Nun ja, und hier schon mal ein Tipp, aber dazu gibt es noch ein ausführliches Video. Wenn ihr solche Rückenübungen macht, versucht einmal mit dem kleinen Finger voranzuziehen und nicht mit dem Zeigefinger. Also nicht so rum, sondern so rum. Mehr dazu aber im entsprechenden Video. Hier auch immer mit der schwächeren Seite anfangen und mit der stärkeren Seite nicht mehr machen als mit der schwächeren. Bei allen unilateralen Übungen. So, ihr seht, eine Übung, bei der man sich wieder mal richtig schön auf den Boden wälzen kann. Das hier ist nochmal eine Bizepsübung.
läuft eigentlich nach dem gleichen Muster ab. Den Plan habt ihr ja schon eingeblendet gesehen. Und danach gibt es eigentlich nur noch so ein bisschen den oberen Rücken auspowern, werdet ihr gleich sehen. Ein bisschen mit breitem Rudern. Und ich füge noch einen Satz Power Curls an. Nun ja, den ganzen Trainingsplan, so wie ich ihn abgeändert habe mit den Übungen, findet ihr nochmal unten in der Infobox. Und hoffe ich doch, dass ich das nicht vergesse. So, hier gibt es zum Schluss nochmal das Sahnehäubchen und ich mache 2 Reduktionssätze, Dropsätze, Stripsätze, wie auch immer man nennt. 40 Kilo pro Seite, dann auf 20 pro Seite reduziert und nun ja, nochmal ein bisschen Feeling reinkriegen. Ja, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through their ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. But now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All it is done with the speech. Filling my pockets for now, but later I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Nowadays I tax for the labor. Dog on the line, you ain't tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth. I'm keeping it lit, burning down to the ash. My life ain't much more than imagine. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we make it through the night. Hope we make it through the night. You can see it. When you look into my eyes, yeah. When you look into my eyes, you can see that I'm grind all day. I've been going my way. Word on my back like a madness. Lit down the ashes. Shit do not come with no practice. Recipe, passion, and liquor with God in the passion. To pray at a crash. I'm in my basket. Blissful but ignorant. I'm dapper but ratchet. I play around in the traffic. I take the risk. Look at me stack up the chips. I play roulette with the magnum. Ride till I die. I'm not afraid of the casket. I'm on the run. I'm chasing the thrills. I'm hungry. I'm starving. I lust for the meal. Lately, I'm blue like the bills. Yeah. I'm elevated, overeducated. I run the race for who I resonate with. I break the bread with Jesus, work the lation. Break the ground, shake up the simulation. Reshape the sound, need a renovation. All that quickly vacated the premises. I feed off my enemy entities. I rock the crown with a tilt. Ain't nobody done it like this. I'm having fun, I'm wild. I spaz when I turn with the stylus. I'm breaking them over with the hits. Only got one life to live. I'm antisocial at the function. They make me out to be the bad guy. My circle micro, if you had a scope, you still couldn't see us through the glass eyes. Real evasive when the cyber chases. Dressed to kill like I'm going places. Better late than fake, just hoping that. So, das reicht mir jetzt auch vom Training. Es ist Zeit, die Segel zu streichen. Also, wenn ihr noch mehr Bumstead-Videos sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber ich erwische euch, wenn es nämlich nur ein paar wenige Kommentatoren sind, aber die Views gar nicht so dolle sind, nun ja, dann weiß ich nicht, ob ich unbedingt 4 weitere machen sollte. Vielleicht gibt es wichtigere Themen für euch. Nun ja, wenn euch das gefallen hat, dass ich hier für euch schwitze, dann lasst es mich wissen. Ansonsten schaut euch gerne auch mal die anderen Trainingsvideos an. Ich glaube, in jedem kann man ein bisschen was mitnehmen. Zum Schluss, das waren jetzt Power Curls, selbst so benannt. Gab es schon 2015, 16 auf einem Kanal von mir. Und mal wieder ganz vermessen, ich habe die Übung erfunden. Allerdings ein paar andere auch. Nun ja, ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wir sehen uns. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.